Herzlich willkommen zur Videoreihe vom 400e, unserem Projektauto. Ich habe das schon mitbekommen, mein Bruder und ich, wir haben uns ein 400e, der Baureihe 124, angelacht, muss man schon sagen. Ich kann ja einmal kurz erklären, wie wir überhaupt zu diesem Schätzchen gekommen sind. Ihr müsst euch das vorstellen, Mittwochabend, 20.45 Uhr, Champions League, Chips und Bier stehen bereit. Und auf einmal sehen wir diesen 400e bei einem Bekannten, der den aus Los Angeles geholt hat, den loswerden wollte. Und wir haben in 2 Minuten entschieden, jo, wir machen das einfach mal. Wir kaufen den, wir gehen das Risiko mal ein. Wir haben das Auto zu diesem Zeitpunkt weder gesehen, noch kannten wir irgendwelche Infos oder haben auch irgendwelche Bilder gesehen. Wir haben einfach gesagt, ja, wenn er uns den anbietet, dann wird er ja schon gut sein und dann nehmen wir den auch für kleines Geld. Ja, und so stand er dann mehr oder weniger vor uns, als er bei uns auf den Hof gekommen ist. Da sind wir so ein bisschen aus allen Wolken gefallen. Aber gut, es ist ein Projektauto und an einem Projektauto muss es auch was zu tun geben. Von daher alles gut und wir machen es ja auch gerne. Wir haben natürlich als erstes überlegt, Mensch, Zustand 5 minus, was machen wir damit? Schlachten wir den, verkaufen wir den in Einzelteile oder gehen wir voll ins Risiko und bauen das Ding wieder auf? Ja, 400 E's gibt es nicht so viele, in Deutschland auch nicht, in den USA ja auch nicht. Schöner Motor, schöne Ausstattung und dann haben wir gedacht, komm, wir machen es einfach mal, wir probieren das aus. Wir wollen ihn nicht schlachten und sorgen dafür, ein 400e mehr auf den Straßen zu haben. Tja, und dann ging es zum Raphael, zur Sterngarage. Der sollte das Auto einmal durchchecken, Motor einmal prüfen, Getriebe einmal prüfen und dann haben wir das Auto auf einem Hänger zum Raphael nach Datteln gebracht. Der gute Raphael, ihr kennt ihn. Der ist aus allen Wolken gefallen. Das war für den ja so ein bisschen das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Wobei am schlimmsten fand er, glaube ich, dass die Reifen keine Luft hatten. Darüber hat er sich, glaube ich, am meisten geärgert. Ich habe die auch gefragt. Ich sage, Jungs, wollt ihr mich verarschen? Nein, wir meinen das ernst. Haben sie gesagt, ist er wirklich jetzt? Ich komme mir richtig bescheuert vor mit dem Ding. Ich bin ja gewohnt, dass das Auto mal keine Batterie hat oder Batterie leer ist oder alles möglich, aber dass nicht ein Rad mehr Luft drauf hat, das finde ich jetzt schon ein bisschen... Ich bin rein für die Technik zuständig und schaue, dass der Motor läuft. So, hinten fehlt die Sitzbank, warum auch immer. Wahrscheinlich, die MIB-Jungs wollen die Rallye fahren damit. Ja. Hoppa. Das war jetzt nicht Absicht, die ist lose. Nee, ich habe sie nicht kaputt gemacht, nicht, dass sie wieder sagt, ich habe sie kaputt gemacht. A-Säule, absolut rostig. Ich will nicht wissen, wie der Rest vom Auto aussieht. Ich kann das Ganze nicht nachvollziehen. Die Jungs wollen es. Der Luca besteht drauf. Okay, wir werden jetzt Schritt für Schritt, sag ich mal, versuchen, das Ding zum Laufen zu bringen. Der gute Raphael hat dann, ja, ich glaube, zahlreiche Schläuche, zahlreiche Dichtungen, Leitungen erneuert. Drosselklappe, Motorkabelbaum gemacht. Das ist echt so ausgehärtet. Das ist Wahnsinn. Boah. Also ist wirklich knüppelhart alles, ey. Oh, guckt euch das an, ey. Das ist jetzt die ganze Einheit. Das ist Wahnsinn. Und hat ihn uns dann mehr oder weniger zurückgegeben. War, glaube ich, froh, als er das Ding wieder vom Hof los war. Und wir haben dann weitergemacht. Also der Raphael hat eine gute Basis erschaffen und wir haben dann weitergemacht. Wir haben dann den Luftmassenmesser wechseln müssen. Das war ein bisschen kompliziert, weil Luftmassenmesser nicht so einfach zu bekommen sind für das Auto. Zumindest bezahlbare Luftmassenmesser. Wir hatten Glück, wir haben in Spanien einen gefunden. Den haben wir natürlich direkt bestellt. Der war auch schnell da, funktioniert, alles wunderbar. Was haben wir dann gemacht? Wir haben die komplette Zündanlage gewechselt. Das heißt, alles, was dazugehört. Ne? Zündkabel, Verteilerfinger, Zündkappen. Zündkerze, danke. Tja, also die Zündkerzen haben wir auch gewechselt. Das war ganz witzig, denn die Amis in Los Angeles, tja, also hier sind ja 8 Zündkerzen drin und ich glaube, die wir da rausgeholt haben, das waren von 3 verschiedenen Marken mit 3 verschiedenen Brennwerten. Dementsprechend ist das Ding auch gelaufen wie so ein angeschossenes Tier. Die haben wir natürlich gewechselt
Und all das haben wir natürlich auch so ein bisschen festgehalten und das zeigen wir euch jetzt mal. Tja, und nachdem das Auto dann wirklich drei Klassen besser lief, nachdem wir die Zündanlage gewechselt haben, haben wir gemerkt, dass das Kühlwasser, was wir hier oben reinkippen, unten wieder rausläuft. Also 1:1. Und dementsprechend haben wir natürlich das ganze Kühlsystem nochmal überholt, den Kühler ausgetauscht und vor allem alle Schläuche, denn da waren tatsächlich zahlreiche Schläuche abgerissen. Die mussten wir alle erneuern und mittlerweile ist das Kühlsystem auch dicht. So, nachdem Zündanlage und Kühlsystem dann überholt waren, haben wir eine Runde um den Block gedreht und haben dann gemerkt, irgendwas jault doch da an der Hinterachse wie verrückt. Es war aber zum Glück nicht die Hinterachse, sondern es war die Benzinpumpe. Beziehungsweise es sind ja zwei, also beide Benzinpumpen. Die waren tatsächlich kurz vorm Abnippeln, kurz vorm Ableben und das hat man gehört. Und dann haben wir die natürlich getauscht, den Benzinfilter gleich mitgetauscht und siehe da, läuft deutlich besser und vor allem das nervige Jaulen ist endlich weg. Übrigens, Panzertape bei jedem Projektauto nur zu empfehlen, kann man immer gebrauchen. Aber ich würde mich
mittlerweile fast so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, technisch ist er, ja, perfekt wäre zu viel gesagt, aber er läuft technisch jetzt mittlerweile echt gut. Ihr müsst bedenken, das Auto hat jetzt 203.000 Meilen hinter sich, an der West Coast abgelegt in Los Angeles. Das sind fast 400.000 Kilometer und dafür läuft er echt gut. Kann man hier übrigens die Lenkradverstellung erkennen auf der Kamera? Ich glaube, die ist ja relativ selten, ne? Ja, ja. Wo war ich? Genau, also danke an Raphael von der Sterngarage, der uns hierbei unterstützt hat. Ich weiß, wir haben ihm ein bisschen wehgetan mit dem Auto. Sowas ist er nicht gewöhnt, 124er in so einem Zustand. Aber er hat es durchgestanden, er hat es überlebt, er hat uns geholfen. Es gibt natürlich jetzt noch ein bisschen was zu tun, also Schläuche und so, die müssen wir sowieso zum Teil noch erneuern. Und beim nächsten Mal, da ziehen wir die Felgen drauf. Das sind 18 Zoll Carlsson-Felgen. Also, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und sagt uns gerne auch mal, was ihr von diesem Projekt haltet. Vielleicht haltet ihr das Ganze ja für cool oder extrem wahnsinnig. Ich bin da sehr gespannt drauf. Wir sehen uns auf jeden Fall dann bei Folge 2 zu den Felgen wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Leco mio. Boah, ey. Ringgrille müssen wir neues besorgen, genau.